Hallihallo, Hallöle. Wir haben den 5. April, es ist 17:32 Uhr, DAX ist zu. Und Ostern ist auch rum, jeder hat seine 200 Gramm mehr. Alle Schokoladenhasen sind vernichtet. Seit dem Webinar mit dem Scherer habe ich alle möglichen Leute noch als Abonnenten bekommen. Deswegen ein ganz kurzes Aufklärungswort dazu. Wenn ihr die Filme seht auf Finanzen.net, Investing.com und wo auch überall sie gezeigt werden, dann seht ihr nur den Film. Aber wenn ihr mal auf die YouTube-Seite geht, Christian Stegel, dann gibt es hier eine Playlist. Und auf dieser Playlist gibt es, unterteile ich das in Indexanalysen für Amerika, für Deutschland und für Aktien. Aber auch das hier, Allgemeines, da wollte ich darauf hinweisen. In diesem allgemeinen Ordner ist also nicht nur mein Film über die Kochschule in Koh Samui, aber das sind alle möglichen Sachen, die durchaus nützlich sein können. Trading Tagebuch, Trader Wingman, die Bollinger Bänder, Börsenwissen 1, 2, 3, Reparierungsstrategien und wann ich welche K.O.-Scheine nehme und, und. Nur, dass ihr da vielleicht mal reinschaut, es ist nicht nur den Film. Wenn ihr da draufklickt bei finanzen.net, seht ihr nur den Film und ihr seht nicht, was unten drunter ist. Und ich werde auch in den nächsten Tagen einen Film machen mit den neuen, wie ich es nenne, Gadgets, ja, was ich als für wichtig halte. Irgendwo hatte ich jetzt hier schon mal, hier, Volker, mein wichtiges Trading-Tool und Informationsquellen. Der ist jetzt 5 Jahre alt und den möchte ich gerne erneuern. Ja. Das ist nur mal, dass er da mal reinschaut. Dann, was habe ich sonst noch? Das ist der DAX, da kommen wir gleich zu. Lufthansa, das war eine Position, die hatte ich vor Porto, ich war in Porto über Ostern, noch drin, die sind gestoppt worden bei 7,05, jetzt sind sie bei 6,93. Ja, die sind halt raus, habe ich ein bisschen blöd gemacht. Die hätte ich früher kaufen sollen, verkaufen sollen. Dann habe ich heute, nein, gestern habe ich Mercedes gekauft. Ich war der Meinung, dass das hier ein Ausbruch ist. Hier liegt sowohl der Schlusskurs als auch der höchste Kurs des Tages über dem vom 1.3. diesen Jahres. Ich war der Meinung, das ist eine Trendfortsetzung, die sich hier dran anschließt. Bisher ist nicht passiert. Ich habe sie gekauft bei 75, ich glaube 0,5 oder 0,8. Jetzt sind sie 74,75, 45. Aber ich werde die behalten. Mein Stopp ist, das ist ein 71,09er Schein und der wird also hier gestoppt bei 71,20. Muss ich dann rausnehmen. So, jetzt gucken wir mal zum DAX. Das ist der DAX. Ich habe jetzt mal die Fibos angelegt von der Bewegung diesen Jahres, hier vom 17.01. hoch bis zu dem Hoch, was wir letzte Woche hatten. Am Montag, das habe ich ja gehört, war der angeblich sogar 18.600 bei diesen lustigen CFD-Brokern. Naja, gut, da sage ich mal nichts zu. Ihr seht ja, wo er jetzt ist. Auf den allerersten Blick sind das hier die Fibos. Ganz klar, die Retracements und eine Retracement-Möglichkeit bis 38,2 runter wäre bei 17.721. Selbst wenn der DAX das täte, wäre nichts passiert. Das sind lediglich 38% von dieser Bewegung hier. Das ist nichts anderes als ein Atmen. Und da komme ich auch gleich schon zur weiteren Unterstützung, dass diese gestrichelte Linie hier, dass die 17.610, die kommt von hier hinten. Sollte die mit Schlusskurs deutlicher unterboten werden, dann muss ich mir Sorgen machen. Bisher ist das, wie gesagt, nichts anderes als ein Atmen. Dann haben wir auch hier in dem Bereich zwischen diesen beiden Linien, also zwischen 17.721 und hier der eben genannten 17.610, haben wir auch das untere Band. Also das ist schon ein recht guter Unterstützungsbereich hier. Das als erstes. Auffallend ist, dass wir, jetzt nehme ich mal die Fibos raus, dass die nicht so stören. Wir haben heute endlich mal wieder, so muss ich sagen, Kontakt mit der 20-Tage-Linie aufgenommen. Das hatten wir das letzte Mal hier vor, ne, fast 2 Monaten. Da haben wir eine Seitwärtsbewegung gemacht. Wir sind gestiegen. Ich zeige es nochmal hier. Wir sind heftig gestiegen seit Oktober und dann haben wir eine Seitwärtsbewegung gemacht. Dabei haben wir die 20-Tage-Linie umspielt und haben sie dann das letzte Mal gesehen hier am 14.02. Heute haben wir die gesehen. Die liegt bei 18.111, meine ich, war das. Da liegt die. Die Technik ist überall negativ. Über die traditionelle Sichtweise, über die, ich mache es mal ein bisschen hoch, moderne Sichtweise, aber auch über den Oszillator. Da ist momentan kein Blumentopf zu gewinnen, aber die 20-Tage-Linie hat immer so eine Art, sagen wir mal, kurzfristige Haltefunktion. Sei das von oben nach unten kommen, sei das von unten nach oben steigend. Da sind wir genau dran. Das heißt, wir sind in der Mitte der Bänder vom Chart her grundsätzlich neutral. Wir werden weiter positiv mit einem Überbieten von dem Hoch hier bei 15.878, stimmt das? Ja, doch, 78. Damit würden wir positiv werden und wir werden negativ unter der eben angesprochenen gestrichelten Linie.
Ich bin schon der Meinung, dass wir das hier nochmal holen. Was mir auffällt, ist, viele von den Shorts, die Shorts waren, haben ihre Positionen schon zugemacht. Oh, ein Glück, ich bin wieder rausgekommen, blaues Auge oder wie auch immer, und sind auch teilweise sogar schon long gegangen. Das wäre mir jetzt definitiv zu früh. Ich sage nicht, dass der Markt nennenswert fällt. Da kursieren verschiedene Filme, dass wir jetzt auf 13.000 fallen, Depression und sonst was. Das sehe ich jetzt mal noch nicht. Allerdings finde ich es doch sehr erstaunlich, dass eine einzelne Stimme eines nicht viel bekannten FED-Mitglieds, dass der sagt, vielleicht reduzieren wir gar nicht die Zinsen in diesem Jahr, dass das solche Auswirkungen hat, stimmt mich vorsichtig. Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass hier viel auf den tönernen Füßen steht. Und ich kann jetzt hier nichts kaufen an der 20-Tage-Linie. Wie gesagt, die Lufthansa sind raus, die Daimler habe ich noch, also die Mercedes, die habe ich noch. Aber ich habe auch noch alle möglichen Puts, die hatte ich das letzte Mal angesprochen. Das war dieser 18.300er auf den Juni nächsten Jahres. Also von daher, ich hätte jetzt kein Problem, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen deutlicher fallen würden. Allerdings deutlich glaube ich nicht. Maximal mal so ein Besuch unterhalb der 18.000 für die nächste Woche. Mehr sehe ich da nicht. Dann muss ich Folgendes sagen. Die Citibank stellt den Handel in den Zertifikaten ein. Und das müsst ihr wissen, die werden auf kurz oder lang ihre Preise nur noch auf Bid-Only stellen. Das heißt, die verkaufen dann keine Produkte mehr, die kaufen sie nur noch zurück. Deswegen gehe ich zurück komplett auf Goldman Sachs. Ihr habt jetzt hier vier verschiedene Scheine. Ich habe die teilweise ein bisschen weiter weggelegt. Also hier zum Beispiel der 17.406er Call. Und ich habe auch den 19.400er Put genommen. Jetzt der eine oder andere fragt mich nach einem heißen Put oder Call. Der andere will einen, der am liebsten einen Hebel von 3 oder 4 hat. Also letzteres lehne ich ab, weil da macht es keinen Spaß, finde ich. Da bitzelt nichts, passiert überhaupt nichts. Aber ich habe die jetzt halt hier so ausgesucht und ich werde die Citibank nicht mehr nennen können oder dürfen. Das nur zur Info. Ich komme mit den Goldman-Scheinen ganz hervorragend klar. Das sind eigentlich die, die ich zu 95% handle. Und vor dem Hintergrund habe ich das also auch ändern müssen. Nochmals, ich gehe davon aus, dass wir noch, das ist noch nicht fertig hier, dieses Ausatmen ist noch nicht fertig. Ich möchte es nämlich mal auf einer 1-Stunden-Ebene nochmal zeigen. Da sieht man das deutlicher. Jetzt ist es eine Kerze, eine Stunde. Runter, kurz korrigiert. Das hier ist das 61er von dieser Bewegung hier. Sofort das hier unterboten oder relativ schnell das unterboten und macht die nächste Treppenstufe nach unten. Das heißt, wir werden erst grundsätzlich wieder ein bisschen positiver, wenn wir das hier überbieten, diesen Punkt, die 18.425, da ist jetzt noch, das sind jetzt mal 300 Punkte. Ich rechne damit, dass wir hier auch so an das 60er gehen, das ist dann irgendwo hier so eine 18.250, 18.280, da müssen wir mal schauen. Bisher sind diese Gegenbewegungen nichts anderes als in einem sich aufbauenden kurzfristigen Downtrend, Korrekturen, nichts anderes. Und wenn das hier unten ein bisschen steigt, dann warte ich. Aber in diesem Bereich hier werde ich mir auf jeden Fall wieder überlegen, ob ich nicht weitere Puts dazu kaufe. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.